Olympisches Gold. Gewinner desselben, die Familie Nata aus München-Waldperlach. Dieses Zimmer hatten sie dem Organisationskomitee für Olympiagäste angeboten. Und weil sie bei der Olympiabettenaktion zufällig die Zehntausendsten waren, so haben sie neben dem Gold auch noch Plätze im Stadion und eine Reise gewonnen. Da ist sie. Die ist nicht ganz so groß, wie die Sportler nachher kriegen werden. Haben Sie damit gerechnet? Nein, überhaupt. War gar nicht eingeplant, dass wir was gewinnen. Ja. Warum haben Sie überhaupt an dem Wettbewerb mitgemacht? Ja, es war kein Wettbewerb, sondern es war eigentlich für die Fremden, die woher kommen, dass sie Betten bekommen, weil doch Platzmangel ist in München. Und haben Sie das Zimmer von wem aufgegeben? Wie meinst du? Hergegeben dafür? Von. Das Zimmer, Sie vermieten normalerweise? Normalerweise nicht. Das Zimmer ist für unsere zwei Buben. Die sind 11 und 15 Jahre alt. Und die gehen während der Spiele wohin? Ins Wohnzimmer. Ja. Da haben Sie dann eine richtige Gaudi wahrscheinlich. Ja, die sind ja begeistert. Können Sie lang Fernsehen schauen? Ja. Die werden da sowieso nicht bald ins Bett gehen. Ja, dann nicht. Jetzt müssen sie schon bald ins Bett. Ja. Sie haben zusätzlich, weil Sie das 10.000. Bett angemeldet haben, eine Reise gewonnen. Haben Sie damit gerechnet? Auch nicht. Und die Reise ist gegangen nach Olympia, also an den Ort, wo das Ganze angefangen hat. Und haben sich das so vorgestellt, wie das dann war? Nein, wir haben es eigentlich nicht so groß vorgestellt, das Ganze. Also es sind ja riesige Ausmaße, die da unten sind. Das Stadion, so ein Stadion haben wir gar nicht, wie das schon damals war. Also es war ja riesig. Ich bin untergegangen, das ganze Stadion abgegangen, über 200 Meter, also ich schätze so 230 Meter lang und wieder rauf. Also es war schon fantastisch, gell? Riesenausmaße alles. Für die damalige Zeit, alle Achtung. Gell? Münchner Taxis. Im Rahmen allgemeiner vorolympischer Preissteigerungen wollen sie ihre Tarife erhöhen. Dafür wollen sie den Service am Kunden verbessern. In der Münchner Volkshochschule laufen vorolympische Sprachkurse für alle, die sich für den zu erwartenden Zustrom von Fremden besser wappnen wollen. Hier sitzen Taxichauffeure nach vielen Jahren wieder auf der Schulbank. Wörter zum Zungenbrechen, Grammatik, Vokabeln, gar nicht so einfach das alles. Wortstellung, ja, Mrs. Billmeier? But a Männer means. What? Warum? What? Both. Both, yes. Both. Means. Men. And men, you remember this. Without S, yes? Both men are what? Tired. This evening. Yes, of course. But she's not very fast. Fast. Yes. Can she speak French? Speak, yes, French. Can she write French? Yes, she can. If she's got a good dictionary. Can she speak German? Der Kurs hat ja sehr groß im ganzen Gewerbe eingeschlagen. Wir haben ja, glaube ich, über 70 Teilnehmer jetzt. Und warum, was versprechen Sie sich davon? Einen leichteren Umgang, weil Englisch ist ja nochmal internationale Sprache und haben einen leichteren Umgang bei der Personenbeförderung. Man kann an jeden Fahrgast fragen, wo er hin will und er kann. Wenn er uns nach einem Modell fragt, dann können wir ihm auch antworten. Ja. Und vorher war das immer ein Fingerrühren. Ne? Und das Lernen, fällt das leicht? Oh, ja, es ist neben dem Fahrdienst schon ein bisschen schwer. Weil man ja doch immer wieder konzentriert fahren muss und dann soll man doch noch ein bisschen lernen, aber es geht. Well, it is in the management. Das geht schon schwer. Aber ich hoffe, dass trotzdem ein bisschen was hängen bleibt. Auch eben, dass man eine bessere Verständigung mit den Fahrgästen hat. Aber schauen wir mal, was hängen bleibt. Viel wird es ja nicht sein. Probier es halt. Haben Sie früher in der Schule mal Sprache gelernt? Nein, in der Schule habe ich es noch nicht gelernt. Das ist praktisch das erste Mal. Und da ist so eine ganz neue Materie. Das tut man sich schon schwer. Dass man einigermaßen reinkommt. Und trägt auch zur Allgemeinbildung bei. Dass man heute eben Zusatzsprache wenigstens im Grundbegriff beherrscht.
schreiben. Und fällt es recht schwer, oder geht's? Ach nein, ich finde, es yes. Macht mir Spaß. Ja, sie kann. Ja, das ist mal etwas anderes. Ja. Haben Sie früher in der Schule Sprache gelernt? Nein, keine Sprache. Das hat bei uns auch noch gar nicht gegeben. Da haben wir Deutsch gelernt. Ja. Und was aus. Ich habe das schon vor längerer Zeit eigentlich angeregt, ob es nicht möglich wäre, für uns einen persönlich, also für uns persönlich, einen Englischkurs durchzuführen, der sich in der Hauptsache auf die Stadtkunde auch bezieht. Ja. Das gab es nämlich früher immer. Mhm. Mein Vater hat das vor vielen Jahren, das kann jetzt hier sein, gut 20 Jahre, hat er das gelernt, und zwar hier in München auch. Und das bezog sich in der Hauptsache auf die Rundfahrten. Die sind ja jetzt fast nicht mehr möglich, weil wir dazu viel zu wenig lange stehen bleiben können. Wenn Sie demnächst wieder einmal in einem Münchner Taxi sitzen, probieren Sie es mal mit einer Fremdsprache. Nach dem Motto, reißt die Wörterbücher auf, die Fremden kommen. Now what's that here? Here is the marketplatz for vegetable. And to the left side is the oldest church from Munich, St. Peter. Mitten im Gelände des Olympischen Dorfes steht im Rohbau diese Halle. Sie wird das Restaurant für die Olympiasportler sein. Der Mann, der hier mit tausendfach geübter Routine Filetsteaks schneidet, hat den Speiseplan für die Olympioniken zusammengestellt. Sepp Bindert, Wirt in Wachenheim am Rhein, hat in Tokio und Mexico City die deutsche Mannschaft bekocht. Er hat Erfahrungen gesammelt, wie man den hohen Kalorienbedarf von Spitzensportlern am besten befriedigt. Viel Fleisch, das wird es bei den Olympischen Spielen geben. Ja, Fleisch ist mit die Hauptmahlzeit für unsere Sportler. Wir brechen pro Mahlzeit 300 bis 350 Gramm zuveriertes Fleisch. Das heißt am Tag so 700 Gramm? 700 Gramm Fleisch oder 350 Gramm Fleisch, ein halbes Hähnchen, 200 Gramm Fischfilet. So setze ich die ungefähre Zusammensetzung des Speiseplans zusammen. Der Speiseplan, der besteht schon seit einem Jahr ungefähr, nicht? Seit gut einem Jahr steht der Speiseplan fix. Warum so früh? Wir mussten ja die gesamte Planung der Kücheneinrichtung, Küchenplanung, auch mit dem Speiseplan zusammen kombinieren. Sonst hätten wir wahrscheinlich einen großen Reinfall bekommen. Es wird ja alles neu eingerichtet. Ja. Jetzt, wenn man den Speiseplan durchsieht als Münchner, fällt einem da auf, kein Schweinebraten. Warum nicht? Ja, Schweinefleisch ist bei den Sportlern von Seiten der Sportärzte sehr verpönt. Und da müssen wir uns ja nachrichten, da ja der Speiseplan nach sportmedizinischen Grundsätzen zusammengestellt worden ist und die Genehmigung der Sportärzte erhalten hat. Ja. Dann fällt auf, das Frühstück, das ist also überdimensional. Da gibt es also vielerlei Fleischsorten, auch kaltes Fleisch und Spiegeleier, Rühreier, verlorene Eier, wachsweiche Eier und Fisch und alles Mögliche. Ist das Frühstück ein wichtiges? Das Frühstück ist mit der Hauptbestandteil für unsere Sportler, zumal ja auch sehr viele Sportler gegen 10, halb 11, 11 Uhr ihre Wettkämpfe haben. Die werden also morgens um 6 Uhr eine sehr ausgiebige Mahlzeit einnehmen, nach dem Wettkampf gar nichts mehr. Leute, die mittags und abends Einsatz haben, da ist das Frühstück die Hauptsache. Ja, und dann steht hier verschiedenerlei Kuchen, aber alles ohne Sahne und Creme. Warum das? Sahne ist also ein sehr hochprozentig vitalisch und die ganze Speiseplanung und ist ja zusammengestellt auf einen gewissen Prozentsatz. Tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß und da wird Sahne nicht sehr gern eingeladen. Dann noch ein Punkt, also absolut nicht Mayonnaise. Hundertprozentige Mayonnaise ist für einen Sportler gar nicht diskutabel und die Mayonnaise auf allerhöchstens 50-40% Fettgehalt haben, das ist so schwer für den Sportler zur Nacht. Viele Trainer verbieten, viele Ärzte verbieten ja Mayonnaise generell und da müssen wir also darauf Rücksicht nehmen. Noch etwas über die Mengen, also man sieht da ungeheuer viele Eiergerichte zum Beispiel. Wie viel Eier werden Sie brauchen in den 14 Tagen, meinen Sie? Wir, nach meiner Voraussetzung und nach den Zahlen, die ich von Mexiko und von Tokio habe, werden wir in der Zeit, wo das Dorf voll belegt ist, also sagen wir mal vom 20. August bis zum 12. September, 1,1 bis 1,2 Millionen Eier brauchen. Donnerwetter. Und Fleisch, Steak zum Beispiel, kommt sehr oft vor. Steaks. Steaks, aus dem Stegreif gegriffen, Rumpsteak zupariert, ohne Knochen an die 30.000 Kilo. Kalbsteak genauso viel, dazu kommen ungefähr 14.000 Kilo Geflügel, Hähnchen, Enten und Truthähne noch einmal separat, 8.000 bis 9.000 Kilo Gulasch. Das sind also astronomische Zahlen, die wir brauchen in der Küche. Es gibt in der weiteren Umgebung von München fast nichts, was nicht in Beziehung zu den Olympischen Spielen gebracht werden könnte. So wird dieser alte, schon recht baufällige Hof in der Nähe von Wasserburg aus Anlass der Spiele noch einmal herausgeputzt
und auf seine alten Tage womöglich weltberühmt werden. Im Hof des Münchner Stadtmuseums wird er eine der Attraktionen der Ausstellung Bayern, Kunst und Kultur sein. Diese Ausstellung wird gemacht für die Besucher der Olympischen Spiele und mit diesem Ausstellungsstück soll bewiesen werden, wie viel Sinn für Maß und für Ornament die bayerischen Bauern einst hatten. Hätten Sie das je gemeint, dass das noch einmal ins Museum kommt, das Haus? Nein. Aber ich habe gesagt, wenn das noch einmal aufgestellt werden, hergerichtet, dann mag ich es noch mal sehen. Ja, ja. Aber gewohnt haben Sie nicht mehr darin? Nein, nein, nein. Nein, nein, die alten Leute haben wir gehabt. Ja. Ja, die haben wir gehabt, die alten Leute. Mhm. Und vom Großvater her oder so, der wissen Sie auch nicht, dass nein, wir da gewohnt. Nein, wir haben seit 30 Jahren gekriegt. Ja. Ja, wir haben es eigentlich wegen einem Grund. Da wir mehrere Gründe gehabt haben. Habt ihr es dazu gekauft? Ja. Ja. Nun, da haben wir zwei alte Leute abgeniert, die Arbeit gemacht schon. Die Zeit, waren wir da haben, ja. 40 Jahre lang. Ja. Und jetzt, wenn es dann weg ist, wird es euch fehlen? Nein, das ist ja, weiter. Dann haben wir halt eine schöne Aussicht. Eben. Ja. Und die anderen, die werden es also Rarität anschauen? Ja, ja. Das sind Geschmackssachen. Natürlich dürfte heutzutage niemand mehr Geschmack daran finden, in Stuben von kaum 1,80 Meter Höhe und hinter Fenster kaum einen halben Meter breit zu leben. Ein zweites Ausstellungsstück steht wenige Kilometer weiter. Den alten Heu- und Getreidestadel vermisst man jetzt kurz vor dem Abbruch. Jedes Brett, jeder Holznagel wird vom damit beauftragten Bauunternehmer notiert, als sei es ein archäologischer Fund. Ja. Das ist eine rechte Fitzelarbeit. Ja. Ja, man muss halt aufpassen, dass man nichts verdirbt, weil die alte Arbeit ist von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus gemacht als wie eine neue. Zum Beispiel die Sachen da, die was auseinandergezogen hat, ne? Das kommt von den Jahren her. Ne? Da wird umeinander etwas, da ist zum Beispiel der Feit, dann hat es ausgedrückt und so geht es nachher, dann schauen sie so aus. Da oben da, die schwinden und gehen da auseinander und so weiter. Nein. Das ist da, das ist auch so eine Sache. Das ist auch ausgegangen. Die haben es auch ganz gemacht gehabt. Gescheit gemacht gehabt. Ne? Das ist auch alles gescheit gemacht gewesen. Das ist im Laufe der Jahre, das ist 1788. Und bringt man das so wieder zusammen? Das bringen wir wieder rein. Das bringen wir wieder rein. Der wird nachher wieder normal reingestellt. Ne? Der wird jetzt zuerst aufgestellt. Da haben wir uns einen Waagriss hingemacht. So, eine Waagrechte. Und nach der Waagrechten machen wir ein Fundament. Und das Fundament machen wir ein bisschen niedriger, sodass wir Zeit haben zum Aufkeilen, zum Unterlegen. Dann machen wir es so, dass es da recht wird. Ne? Und sogar dann wir es ein bisschen korrigieren, weil es arg überhängt. Ne? Und nachher dann wir wieder runter einbauen unter die Seine. Was macht denn mehr Freude? Neubauen oder sowas? Es kommt ganz drauf an. Wenn einer sein lebt, an der Arbeit dran gehängt ist. Und wenn so einer von Haus aus gelernt hat, dann macht es einem schon wieder eine Freude, einen guten Namen. Aber viele Leute würden nichts mehr wissen davon. Auch sehe ich, alte Kollegen würden nichts mehr wissen davon. Aber das kommt von der Heimatkunde her, wenn man sich mit der Heimatkunde und mit den Zeigeln befasst, dann kommt man da automatisch wieder da drauf. Da gefällt einem halt so ein altes Ding, wo man da halten soll. Werden so, die Schienen werden kaputt gemacht, es wird man da halten. Für den Bauunternehmer, der aus Hobby Heimatkundler ist, scheint dieser Auftrag ein ständiger Born der Freuden zu sein. Immer wieder entdeckt er Neues, sieht sein theoretisches Wissen bestätigt und ist immer bereit, es weiterzugeben. Was ist denn das da herin, da links? Das ist ein Kasten. Der Getreidekasten. Und das sind die Kästen. Das heißt, da kommt es eigentlich her. Das sind die Kästen, wo sie die verschiedenen Getreidearten drin gehabt haben. Für den Bauern, den Besitzer der alten Pracht, haben die Olympischen Spiele die Lösung eines normalerweise unlösbaren Problems gebracht.
Wie wird man ein Gebäude, das unter Denkmalschutz steht und das keine Funktion mehr erfüllt, endlich los? Wenn das Museum kommt, das werden es wahrscheinlich auch nicht geklappt haben. Na, bestimmt nicht. Ja. Haben Sie den noch benutzt oder gebracht? Ja, benutzt ist er ungefähr bis 1967 worden und seitdem steht er an sich leer. Ja. Okay. Sowas kann man ja auch gar nicht mehr brauchen, nicht? Die Landwirtschaft hat sich ja völlig umgestellt. Naja, das wäre vollkommen zwecklos, wenn man den umbauen würde, gell? Ja. Braucht man überhaupt, also Sie haben Ackerbau ja hauptsächlich, braucht man da überhaupt noch so einen Stadel, oder? Nein, überhaupt nicht. Das war jetzt an sich fast nur eine Belastung für mich, gell? Ich wollte sowieso was hinbauen. Jetzt, zuerst habe ich gedacht, machen wir eine Maschinenhalle hin und jetzt ist es anderweitig gegangen und jetzt mache ich eine Zwingeranlage für die Hunde. Ah ja. Und für Hunde, für Jagdhunde. Mhm. Und da wird natürlich das ein bisschen freier auch. Ja klar, es ist auch verkehrsgünstiger. Die Ausfahrt sind wir sowieso so eingehend, gell? Und es ist übersichtlicher. Ja. Dann hat man ein bisschen Grünfläche am Hof, macht auch mehr Spaß. Jedenfalls für die beiden Bauern aus dem Landkreis Wasserburg haben die Olympischen Spiele jetzt schon einen Erfolg gebracht, der unwiederholt bleiben dürfte. Sie haben Platz gewonnen und auch noch etwas Geld dabei verdient.